links. Es gibt viel zu tun auf der Großbaustelle der Deutschen Post DHL in Obertshausen bei Frankfurt am Main. Denn hier entsteht auf einer Baufläche von 40.000 Quadratmetern, das entspricht etwa 5 Fußballfeldern, ein neues Paketzentrum der Superlative. Es ist eines der größten und modernsten Paketzentren in Europa mit einem Durchsatz von 50.000 Paketen in der Stunde. Die baulichen Dimensionen sind riesig. Allein die Schenkellänge des U-förmigen Gebäudes beträgt 280 Meter. Die Hallen werden dabei von 62 Dachträgern, sogenannten Bindern, überspannt. Jeder einzelne von ihnen 56 Meter lang und 85 Tonnen schwer. 2 Schwerlastkräne sind notwendig, um sie zu bewegen. Das Einsetzen, echte Maßarbeit. Gefertigt werden die Binder eigens für dieses Projekt von der Bremer AG in Paderborn. Mit Spezialzügen der Deutschen Bahn werden sie zunächst in die Cargo City Süd nach Frankfurt gebracht. Hier werden sie von der Schiene auf die Straße verladen. Schwerlast-LKWs bringen die Binder schließlich zur Baustelle nach Obertshausen. Für alle Beteiligten, wie auch Montagebauleiter Antonio Di Carlo, ist dieses Bauprojekt etwas Außergewöhnliches. Das ist schon eine besondere Herausforderung hier, diese Dimensionen als Baustelle zu bewältigen. Wenn man dann hier vor Ort auch in diesen Hallenfelder und diese Spannweiten sieht und miterlebt, wie das alles zusammenpasst und reibungslos eigentlich abläuft, ist das schon für uns eine sehr tolle Sache. Noch ist es kaum vorstellbar, doch schon 2014 wird das Superpaketzentrum fertiggestellt. 2015 nimmt es den Regulärbetrieb auf.